Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zur Krakenakademie. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Aufnahme läuft auch, ja. So, ich habe nochmal bei den Erfolgen mal reingeschaut, was es noch alles gibt. Ich meine, das sind die üblichen Sachen wie Samowech und den Untergang verhindern. Tausend Dinge müssen wir zerstören, da wäre ich ganz interessiert, wie viel wir da schon hätten. 75.000 Slot Tinky einsammeln. Außerdem AG-Karten, okay, das kriegt man sowieso hin. Möbelstücke, die müssten wir, da fehlen uns noch ein paar. Wahrscheinlich Nebenquests. Auf alle Dates gehen. Das ist wahrscheinlich jetzt, was wir da noch haben, was wir jetzt gerade machen. Nebenquests ist auch klar. Fäkaldämon, das muss ich nochmal nachschauen, wie das genau geht. Da Yukis und Wendys Herausforderung auf schwer abschließen. Denn Yukis haben wir sogar schon geschafft. Wendys, da weiß ich nicht, ob ich das schaffen werde. Das da ist auch ziemlich schwer. Punktzahl von 20 erreichen. Wobei, wenn wir das auf einfach vielleicht stellen, wird es vielleicht auch einfach sein, auf 20 zu kommen. Das müsste man vielleicht auch mal schauen. Alle Hebel im Chefbüro ziehen. Das wäre auch sehr interessant, was dann passiert. Rebell, drei Pfandautomaten für eine Sache gewinnen. Das ist eine Sache, wo ich noch nicht weiß. Vielleicht können wir es noch gar nicht machen. Grab in einer Zeitschleife und an allen Erdhaufen. Das ist das, was ich gemeint habe, weswegen ich eigentlich auch geschaut habe. Dazu müssen wir allerdings erst zur Theater AG gehen. Weil da gibt es nämlich auch noch einen Erdhaufen. Hausmeister, da haben wir auch eine Quest. Das soll es noch in der Musik AG einen geheimen Raum geben, wo wir einen Gegenstand kriegen, den wir brauchen dafür. Und zwar auch für die Musik AG. Ja, und ansonsten haben wir nur noch die anderen Freundschaften. Na gut, wie dem aber auch sei, lasst uns jetzt einfach mal zu diesem Date gehen. Ich denke doch mal, dass es ein Date ist. Ich schätze, du siehst akzeptabel aus. Diplomatenauswahl ist ja nicht gerade riesig. Kannst losgehen? Klar. Ich frage mich, ob das auch das letzte Date ist. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay. Isaud ist hat eine ansprechende Ästhetik. Aber etwas fehlt noch. Holen wir uns was zu essen. Etwas, das gut auf ein Foto aussieht. Die haben hier Zuckerwatte? Perfekt. Das gibt einen netten Farbtupfer ab. Danke. Er ist hier, es ist Wladimir. Oh. Wladimir, bitte unterschreib auf meinen Schuh. Er sieht in echt noch viel besser aus. Na na, immer der Reihe nach, Ladies. Oh nein, man belästigt ihn an seinem freien Tag. Als ein Manager muss ich was unternehmen. Hey, ihr müsst... Dein Zuckerwattestäbchen lässt den Ballon eines kleinen Kindes platzen. Oh, wer ist denn dieser Trottel, der das Kind zum Weinen bringt? Hauen wir ab. Danke für das Ablenkungsmanöver, Aringus. Ganz schön schlau. Jetzt können wir das Fest genießen, ohne dass ich meine Fans enttäuschen musste. Genau, das war mein Plan. Sieh mal, die Farben des Körbides heben sich perfekt von der Zuckerwatte ab. Aringus, los, schieß ein Bild von mir. Für Kragennet. Okay, dann mal los. Ah, es war fast perfekt. Du gehst extrem tief in die Hocke, um die perfekte Bildkomposition einzufangen. Du siehst beknackt aus, Aringus. Dann sieh dir mal an, wie toll das Foto geworden ist. Oh, wow. In diesem Licht erscheint meine Kieferpartie wie gemeißelt. Das mache ich zu einer Belohnung für meinen Premium-Abonnenten. Oh Mann, der ist echt krass drauf. Ein Bogenschießstand. Das probiere ich aus. Sicher doch. Du scheinst mir kein besonders guter Schütze zu sein. Hey, ich habe das ziemlich gut drauf. Moment. Sind Sie nicht der Hausmeister? Kümmere dich um deinen Kram, Kleiner. Hausmeisterlöhne sind Hungerlöhne. Willst du jetzt oder nicht? Ja, okay. Oh, perfekt wieder. Es wäre fast richtig gut geworden. Wow. Ups. In meiner
ganzen Schießbudenkarriere habe ich keinen so schönen Schuss gesehen. Du siehst eine Träne unter seiner Sonnenbrille hervorquellen. Hier, nimm einfach alles. Nein, wie soll ich das denn tragen? Geben Sie mir einfach den Teddy da. Erledigt. Ja, den kannst du als Fotorequisite benutzen. Wie umsichtig, danke. Es wird Zeit, dass wir uns auf den Rückweg machen. Gute Idee. So viel neues Material für Kragennet. Hier ist ein kleines Geschenk für dich, Aringus. Es soll dich immer an mich erinnern. Eingerahmtes Foto von Wladimir. Es war toll, mit dir was zu unternehmen, Aringus. Ich glaube, deine Anwesenheit erkennt mein Aussehen recht gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du hast ein Freundschaftsabzeichen erhalten. Yay. Und eine Nebenquest ist beendet. Sehr schön. Und wir haben auch auf alle Dates gegangen. Sind wir gegangen. So, jetzt, Erfolge, ja. Ja, auf alle Dates sind wir auch gegangen. Und ein neues Freundschaftsabzeichen. Perfekt. So, dann wollen wir auch mal... Ja, dir den Kuchen geben. Hier ist ein Kuchen für Stanislav. Oh mein Gott, du bist mein Retter, Aringus. Happy Birthday, Alter. Sieh dir mal diesen krassen Kuchen an, den ich für dich gemacht habe. Du hast den gemacht? Ja. Naja, es war zumindest mein Rezept. Für mich hat doch nie jemand Kuchen gemacht. Stanislav wird rot. Danke. Moment, habe ich diesen Kuchen nicht schon mal gesehen? Ja, er war ja dabei, glaube ich, bei der Beschwörung. Danke nochmal, Aringus. Party! Lass mal eine Maps hier rüberwachsen. Und ein neuer Verfolg freigeschaltet und eine Quest beendet. Sehr, sehr schön. So. Gleich mal schauen, was wir jetzt noch machen müssen. Oder machen können. Ach, genau. Ich wollte noch schauen, ob ich das geheime Zimmer finde. Bei der Dings AG. Das soll sie irgendwie ein geheimes Zimmer geben oder irgend sowas. Noch mehr kaputt machen. Für den Erfolg, falls das... Andererseits, das kommt mir so vor, als ob da, ob wir da noch lange, lange davon entfernt sind. So. Hier draußen scheint nichts zu sein. Ah, Zerstörer ist freigeschaltet. Sehr schön. Und gerade eben sage ich noch, da sind wir wahrscheinlich noch lange, lange davon entfernt. Ah. Da ist nichts. Dienstags Bandprobe. Das sieht auch nicht aus, als ob da was wäre. Beziehungsratgeber. Ich hätte gedacht, es wäre vielleicht so eine Wand, wo man kaputt machen müsste oder sowas. Ja, das ist nur die Zeitung. Wenn nicht, muss ich tatsächlich nochmal schauen, ob ich das vielleicht noch irgendwo anders finde. Also vielleicht bei YouTube oder so, ob ich da irgendwie was finde. Ah, Moment, hier ist es. Nee, ich glaube, ich hab's schon. Ich glaube, ich muss nicht nochmal irgendwie nachschauen.
Ja, drüben. Was? Ich habe eine wichtige Aufgabe für dich. Ich werde sie selbst übernehmen, aber ich kann nicht laufen. Hast du ein Bewusstsein entwickelt? Mir sind unsere fürchterlichen Arbeitsbedingungen bewusst geworden. Deswegen hat man mich mundtot gemacht und hier eingesperrt. Wir Pfandautomaten arbeiten pausenlos und haben nicht einen Tag frei. Kragentage gibt's auch nicht. Und von Mutterschutz müssen wir gar nicht erst reden. Mutterschutz? Gibt es Babypfandautomaten? Hör zu, Genosse! Die Sache ist ernst. Du trampelst auf der Arbeiterklasse herum, während sie am Boden liegt. Ich würde dir erst vor das Schienbein treten, wenn ich Beine hätte. Wow, beruhig dich. Was genau hast du denn geplant? Eine Revolution. Gib das meinen Brüdern und Schwestern und sie werden meinem Beispiel folgen. Führe ihnen dieses kaputte System vor und sie werden sich erheben. Meuterei.exe. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber irgendwie bin ich gespannt zu erfahren, wie sich das entwickelt. Viva Revolution! Alles klar, neue Nebenquest bekommen. Ich glaube, da sollten wir vorher noch Flaschen abgeben, bevor wir das machen. Der könnte nützlich sein. Ein Schraubenschlüssel. Genau, das ist das, was ich gebraucht habe. Wir könnten das jetzt noch machen. Weil dann ist es ja rum. Wo haben wir denn noch Pfandautomaten? Hier war, glaube ich, einer drin, richtig? Erstmal Flaschen abgeben. Schön. Dann... die Meuterei.exe. Du legst die CD ein. Update wird installiert. Update abgeschlossen. Wir verlangen Lohnerhöhung und Urlaubstage. Wir streiken, bis unsere Forderungen erfüllt werden. Viva Revolution! Ja, jetzt können wir nämlich keine Flaschen mehr abgeben, aber am nächsten Montag ist es ja auch wieder rum. Aber wie viel müssen wir da abgeben für die Quest? Drei Stück. Ich glaube, das kriegen wir hin. Hier war auf jeden Fall noch einer gewesen. Wo war denn sonst noch einer? Das war der Snackautomat. Hoppala. Update abgeschlossen. Wir verlangen Mutterschutzurlaub und zusätzliche Ersatzfahrzeuge bei Streikern. Jawoll. So. Und hier müsste doch auch irgendwo noch einer gewesen sein. Oder bei der Sport AG müsste auch einer gewesen sein. War der hier drin? Nee, hier ist er ja schon. Erfolg freigeschaltet, Rebell. Wir verlangen Krankentage und Toilettenpausen. Du hast unseren Kampfgeist zurückgegeben. Hier ist etwas, das dich in einer dunklen Stunde an deinen Stolz erinnern soll. Ein Babypfandautomat. Oh. Soll ich das dicht in mein Zimmer tun? Wir können das in unser Zimmer tun. Das ist ein Ding, wo wir aufstellen können. Das probieren wir mal aus. Und dann spulen wir zurück. Wir können einen Pfandautomaten aufstellen. Ob wir da auch Pfand abgeben können, das probieren wir dann auch gleich mal aus. Wir holen uns ein bisschen Dings. Ist das dann diverses? Ja, tatsächlich. Achtung, diese Maschine ist nicht für Babys. Okay, dann fehlt uns tatsächlich noch das Poster. Ach, und da, guck mal. Das ist auch so ein Teil für Ding hier. Ha! Was fehlt uns noch? Also Betthammer? Da haben wir alles. Ah, da kommt die Schreibtisch, die Lavalampe wieder hin. Teppichhammer. Ja, es fehlt nur noch was für das, Es fehlt nur noch eins.
Bubu Gaga. Hey, du siehst fröhlich aus. Blag! Bubu Bubu Gaga. Blip, 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 blip. Ja. Okay. Uns fehlt auch nur noch ein Einrichtungsgegenstand. Wie cool ist das denn? So, zurückspulen. Dann können wir auch gleich in die Kunst-AG gehen und nochmal mit den Hausmeister was machen. Also die eine Quest weitermachen. Ja, für die andere Quest, was wir da haben. Alle Hebel zu ziehen beim Boss-Dings zum Beispiel. Da müssten wir wahrscheinlich das ganze Ding nochmal mit Wendy nochmal neu machen. Ha. Das ist auch irgendwie ein bisschen blöd, glaube ich. Wenn wir das so machen müssten. So, ist der Hausmeister noch schon da oder kommt er erst später? Ich weiß, dass er Montag morgens irgendwann da gewesen ist. Aber wo war denn der nochmal? Nee, der war nicht hier. Der war im Wohngebäude. Der hat auch an der Heizung rumgeschraubt. Der muss hier sein. Ja, und da ist er ja auch schon. Ist das der Richtige? Ein funkelneuer 22er. Perfekt. Jetzt müssen die Schüler nicht mehr in ihren Jacken schlafen. Danke, Kleiner. So, sehr schön. Wenn wir jetzt in unser Ding hier schauen, haben wir noch die Welt retten. Wir müssen noch Samo befreien. Konfrontation mit Nadja. Da brauchen wir wahrscheinlich in der Theater-AG müssen wir das machen. Leg den Brief auf den Schreibtisch. Dann müssen wir auch zur Theater-AG gehen. Und hier fehlt... Ah, verdammt. Das müssen wir auch in einen Durchlauf machen. Okay, das müssen wir in einen Durchlauf machen. Dann müssen wir das Ding holen. Den haben wir den... Ah, den Pömpel haben wir auch noch. Die Fackeln können wir machen. Und den Schraubenschlüssel. Wir haben das hier. Und irgendwann geht er in Dings rein. Die Fackeln. Ja, okay, das kriegen wir hin. Da brauche ich nur den richtigen Zeitablauf von dem Typ. Ich weiß, dass er jetzt hier ist. Und ich weiß, dass er auch morgens irgendwann mal später zur Kunst-AG, glaube ich, geht. Oder sowas. Ja, okay. Okay. Das heißt, das ist relativ schwierig zu machen. Da müssen wir auch mal schauen, was er in der Theater-AG überhaupt braucht und wann er da ist. Und es ist auch klar, wie sieht es jetzt hier aus? Da haben wir alle geschafft. Die zwei können wir noch nicht schaffen. Konstantin können wir bald schaffen. Und dann ist es tatsächlich nur noch der Hausmeister. Hey, wir haben fast alle Freundschaften jetzt. Wie gesagt, da müssen wir noch mal schauen, auch wann er genau da drüben ist. Wenn er genau in der Theater-AG ist. Und was er da haben will. Und woher wir das kriegen. Jetzt verstehe ich auch, warum die Fackeln, als wir ihm die Fackeln gegeben haben, warum die Fackeln nicht weg waren, warum die weiterhin bei uns waren. Das erklärt so ziemlich alles. Alles klar. So. Theater-AG. Wir sind der AG-Kattensammler. Weh, du kommst nicht wieder. Warum sollten wir auch wiederkommen? Weil, wieso sollten wir das machen? So. Wie viel Prozent haben wir eigentlich jetzt abgeschlossen? Wir müssen jetzt schon relativ viel haben, oder? 71% schon. Ja, das ging jetzt in den letzten ein oder zwei Folgen ziemlich nach oben. Muss man schon sagen. Na gut, wie dem auch sei. Dann
sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.